guten Abend miteinander. Ich hoffe, Sie haben auch schon etwas Feines zu Hause gegessen, denn wir fangen nämlich gleich an zu kochen. Und sonst gibt es doch ziemlich Hunger. Geht's miteinander? Hast du gesehen? Super, das läuft ja prima. Heute haben wir Spargel im Gräbmantel und das sind meine Zutaten dafür. So, ich mache hier gleich eine weitere Gräb. Für das gebe ich noch einmal schön in die heiße Pfanne trainieren. Gut verteilen. Das sind Omeletten eigentlich. Nein, das sind schon Gräb. Oh. Die haben noch flüssige Butter drin. Das ist der Teig ein flüssiger und dann fließt es sehr schön. Mm. Okay, die lasse ich auf mittlerer Hitze backen. Hier gehen wir wieder zur Füllung. Hier habe ich Spargel im Salzwasser gekocht und hintere Drittel habe ich drin geschnitten. Und die Spitze habe ich auf die Seite, weil die brauche ich nachher. Jetzt das Gemüse, das ich nachher hier brauche, ist Tomaten noch und das kann ich jetzt gut würzen. Kann dir etwas helfen? Oh, gerne, ja. Sonst kannst du mir hier Butterflöckchen drüber tun. Aha. Bei den Spargel ist es so gäbig, die muss man nur eigentlich den hinteren Drittel abschälen oder nur grosszügig abschneiden. Und dann ist es eigentlich schon gut. Bei der Weisse muss es ganz und ist so ein bisschen aufwendig. Das finde ich eben noch schöner bei diesen Grünen. Jetzt, damit es noch etwas saftig wird, rühre ich Frischkäse mit ein bisschen Rahm aufrühren. Und das kommt dann nachher auf das Gräb drauf. Du, die Gräbs, die kleben recht gut, gell? Findest du? Ja, einfach das Gefühl, ja. Mhm. Okay. Da tun wir den verstreichen. Jetzt schön saftig und das ist natürlich herrlich. Ein paar Spargel drauf. So, jetzt halbieren und jetzt kann ich sie schön rollen. Die gückeln noch etwas raus. Hier werden sie draufgesetzt und so gehen sie nachher ab in den Backofen rein, zu backen. Bald ist wieder Eperi-Zeit und damit das Eperi auch so aussieht und nicht etwa so, müssen Sie nicht zwingend chemische Mittel einsetzen. Es geht auch anders. Die Firma Andermatt Biocontrol AG hat sich auf biologische Schädlingsbekämpfung spezialisiert. Marienkäfer sind natürliche Finde von Blattläusen. Die Marienkäfer entfalten ihre Wirkung schon als Larve. Während ihrer Verwandlung zum Marienkäfer fressen sie bereits hunderte von Blattläusen. Neben diesen natürlichen Gegenspielern der Blattläuse werden hier auch Nematoden, Raubmilben und andere Nützlinge gezüchtet. Durch den Einsatz von Nützlingen wird die Umwelt nicht vergiftet. Das Gemüse und das Obst bleibt gesund. Die Nützlinge kann man einfach im Laden zahlen und dann mit einem an der Kasse abgestempelten Bestellgutschein kommen. Neben diesen Nützlingen finden Sie bei Coop, Bau und Hobby eine ganze Palette von Biokontrollprodukten für die biologische Schädlingsbekämpfung. Der ringförmige Schneckenstopp zum Beispiel schützt die Setzlinge und wird mit Deckel sogar zum wachstumsfördernden Mini-Treibhaus. Leimfallen, Muckentabletten, Cat und Dogstopp sind ebenfalls im Sortiment vertreten. Das Insektizid von Coop Ökoplan Biokontroll wirkt bei Blattläusen, Spinnmilben oder weissen Fliegen. Das Produkt auf Basis von einer speziellen Schmierseife ist leicht abbaubar. Auch das Ameisenstreupulver ist wie alle Mittel von Coop Ökoplan Biokontroll unbedenklich für Menschen, Tiere, Böden und Gewässer. Und wir sind wieder zurück in der Küche. Da gibt es Spargel im Gräbmantel. Die waren jetzt eine Viertelstunde bei 200 Grad im Ofen. Und damit die Spargelspitze nicht austrocknen, haben sie mit Alufolie zugedeckt. Mmh, sieht fein aus, he? Mhm. Das Rezept kann man auch super gut vorbereiten und schon in den Backofen tun, wenn Sie programmierbar haben. Und dann können Sie nachher zum Mittag nur noch hinsitzen. René, wie sehen eigentlich deine Gräbe aus? Es ist so. Gut. Wieso? Sehr gut sogar. Brauchst du noch eine? Jetzt brauche ich sie noch nicht mehr. Das Rezept steht wie immer in der Coop-Zeitung oder im Internet unter coop.ch. Nächste Woche bei uns Thema Gartengrill und Poolvergnügen. Und jetzt wird probiert. Das ist aber heiß. Oho. Aber die Spargel sind eben immer so heiß. Ja. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Auf Wiedersehen. Mmh. Mmh.